weniger Geld für die Kinder ausgegeben wird. Sie reden sich schon wieder raus. Sagen Sie mal, warum Sie zwischen Muslims und Christen unterscheiden. Ich habe den Begriff, der Begriff Christ kommt in meinem ganzen Buch nicht vor. Das wollen Sie gerne reinlesen. Ich habe unterschieden, und das ist eine schlagende Unterscheidung. Man kann ganz viele Studien machen. Wenn man tiefer geht, kommt man noch tiefer. Ich habe hier untersucht, und das ist schon ein wichtiger Punkt, und Sie haben, wie es mir scheint, auch verstanden. Ich habe alle Migranten in Deutschland mir angeschaut im Verhältnis zu den Migranten aus den muslimischen Ländern. Und da kommt raus, dass die Migranten in der zweiten Generation, so wie statistisch messbar ist, jetzt haben wir Mikrozensus, Daten und anderen, in der zweiten Generation die Integration vollzogen haben und die anderen nicht. Und das hat ganz einfache Gründe, Frau Özak. Wenn die also der türkische Gemeinschaft zu 93% unter sich heiratet, Und davon wieder 60%, die neu aus der Türkei dazukommen, während dagegen die also Russlanddeutschen zu 70% das heißt, Karten aus ihrer Gemeinschaft haben. Bevor Sie uns mit Zahlen zuschieren, CSU, ihr Lieben am Tisch, Überfremdung. Wir sind nämlich genau an dem Punkt, weil er nämlich sagt, also die heiraten unter sich und produzieren sozusagen mehr Überfremdung durch Fertilität. Der Begriff Überfremdung kommt mir nicht vor. So, ist als These demografisch, These Thilo Sarrazin, stellt die enorme Fruchtbarkeit der muslimischen Migranten eine Bedrohung für das kulturelle und zivilisatorische Gleichgewicht im alternden Europa dar. Frau Özkan, die enorme Fruchtbarkeit der muslimischen Migranten sei eine Bedrohung, ist die These. Teilen Sie das als Muslima? Also ich will zu dieser These überhaupt nichts sagen, weil ich sie einfach unnütz finde in dieser Diskussion der Integration. Wir können uns in Deutschland freuen, wenn Frauen, egal ob es jetzt eine Türkin ist, eine Muslimin, eine Christin, überhaupt Kinder bekommen. Dass wir familienfreundliche Strukturen schaffen und wir dafür plädieren, dass Frauen, Familien sich für Kinder entscheiden. Das ist schon was Schönes. Und wenn das jetzt auf bestimmte Gruppen wieder reduziert wird, dann glaube ich, sind wir auf dem falschen Weg. Ich würde noch mal deutlich sagen, wenn wir über Gruppen sprechen, die Sie ansprechen, Herr Sarrazin, die in der sprachlichen Kompetenz eben nicht weiterkommen, weil sie in der zweiten, dritten Generation nicht angekommen sind, dann hat das auch eine Ursache darin, dass man sich angucken muss, wer sind denn die Gastarbeiter gewesen, die hierher gekommen sind? Ich glaube, das ist ja eine ganz entscheidende Rolle, die hier spielt. Das Thema Sprache haben wir eigentlich eben beendet. Es geht um wirklich die Tatsache, dass da eine demografische Veränderung stattfindet. Ja. Also ich sage nochmal, es gibt nochmal zwei Daten. Die Geburtenrate in der Türkei liegt bei 2,1, die Geburtenrate in Deutschland bei 1,4 und die Geburtenrate der Türken in Deutschland, so sagen es die Zahlen, passt sich immer mehr den Deutschen an. Ja, wo ist da die Bedrohung? Ich habe auch nur einen Sohn. Lieber Reinhold, ich bin wahrscheinlich für Thilo Sarrazin da ein gutes Beispiel. Wir haben 4 Kinder mit einer Deutschen. Mein Gott. Wie konnte das passieren? Aber das Interessante ist, auch hier sieht man etwas. Das Interessante ist, Herr Sarrazin spricht ja eigentlich etwas an. Und das fühlen viele Menschen. Man muss ja an irgendeiner Stelle mal sagen, okay, wir leben in Zeiten der Verunsicherung. Die Welt ist anders geworden, sie ist global geworden. Sozusagen die Globalisierung zeigt sich auch natürlich nicht nur in den Produkten, sondern auch in den Städten. Die Jobs sind unsicherer geworden. Und jetzt in diesem unsicheren Feld sucht man, was können wir machen? Und wir suchen halt, und Sie suchen halt, wenn man das Buch liest, in diesem Topos der Heimat. Also zurück zu etwas, was Büchner noch im Wojciech mit E.G. Holm bezeichnet hat. Und jetzt wenden Sie etwas an, Herr Sarrazin. Bedauerlicherweise muss ich sagen, das gab's schon, das ist Déjà-vu. Herr Galton, den Sie in Ihrem Buch zitieren, englischer Wissenschaftler, hatte dieselbe Sorge. Ich habe, als ich das Galton-Zitat las, gedacht, hat Sarrazin davon abgeschrieben. Galton hatte die große Sorge, dass die Upper Class, er war gerade dabei, sozusagen Intelligenz zu koppeln an die obere Klasse, dass die Upper Class durch die aufstrebende Arbeiterschaft jetzt plötzlich ausgedünnt würde, weil die Upper Class in Großbritannien nicht so fruchtbar war wie die Arbeiter. Also das ist ein totales Déjà-vu. Nur das Problem, Herr Sarrazin, ist, das ist über 100 Jahre alt. Und das finde ich so schade. Ihr Buch, die Verunsicherung können wir nachvollziehen. Aber in Ihrem Buch habe ich so den Eindruck, es ist ein bisschen
feuchter grüner Filz, nasse Dackelhaare, aber es fehlt sozusagen das Moderne. Vier Tage. Es sind viermal wird von Internet hier reden. Es ist natürlich eine Zuspitzung mit der Arbeit. Ich kann das nochmal mit einem Zitat belegen. Insbesondere unter den Arabern in Deutschland ist die Neigung weit verbreitet, Kinder zu zeugen. Und jetzt kommt der Punkt, um mehr Sozialtransfers zu bekommen. Und die in der Familie oft eingesperrten Frauen haben im Grunde ja kaum etwas anderes zu tun. Herr Scholz, ist das die Wirklichkeit tatsächlich? Das ist nicht die Wirklichkeit. Natürlich gibt es alles Mögliche in unserer Welt und jeder, der seine Beispiele sucht, wird sie auch finden. Ich glaube, dass es nicht weiterhilft, weil es natürlich all diese Theorien, und darauf ist eben schon hingewiesen worden, alles schon mal gegeben hat. Es hat auch vor 200 Jahren etwa die Theorie gegeben, um das mal die zu beschreiben, über die dann ganze Bücher geschrieben worden sind und auch alle behauptet haben, das sei wissenschaftlich, dass man die Armut nicht bekämpfen könne. Und ein solches Thema wird hier ja auch erörtert in einer bestimmten Weise. Weil in dem Augenblick, in dem man den Arbeitern mehr Geld gibt, kriegen sie mehr Kinder, dann werden sie wieder arm und müssen wieder hungern. Das ist eine ganze Theorie gewesen, die ein paar Jahrzehnte die öffentliche Debatte bestimmt hat. Und dann hat sich das alles als absurd erwiesen. Die ganze, die Realität, die Thilo sagt, ja, und die ganze Wirklichkeit, mit der wir uns beschäftigen müssen, lebt doch davon, dass wir Menschen die Gelegenheit geben, sich aus ihren Lebensumständen zu befreien und nicht sagen, ihr seid so, das wird sich nicht ändern. Trotzdem, nochmal die These hier, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, aber Sie laufen sehr weit davon. Also die Araber in Deutschland zeugen Kinder, um mehr Sozialtransfers zu bekommen, um sich sozusagen durch die Sozialtransfers einen pampern zu lassen. Und die in der Familie oft eingesperrten Frauen haben im Grunde ja kaum etwas anderes zu tun. Das sind exakt die Verhältnisse in Neukölln. Durch meine Gespräche mit dem Bürgermeister Neukölln. Das gilt in Neukölln für 70% aller Araber. Ich fand Ihr Wortbild mit dem Dackel und dem grünen Filz, fand ich wunderschön. Erstmal mein Respekt für das Wortbild. Natürlich ist es grob und falsch. Fand es einfach schön. Was machst du den Arabern in Neukölln? Nein, ich möchte bitte einige Zahlen nennen, weil womit ich gerechnet habe. Ich habe mir, wenn ich solche Thesen mache, dass die bildungsferneren Schichten mehr Kinder bekommen, dann sauge ich die mir nicht irgendwo aus den Fingern. Ich hab mir die Zahlen angeschaut. Wir sind jetzt bei dem Thema, die Araber. Nein, das andere möchte ich bitte noch aufarbeiten. Und wenn wir den Umstand haben, dass sich nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes zwischen gebildeten Schichten und weniger gebildeten Schichten, die also Kinderzahl pro Frau zwischen 1,1 und 1,8 staffelt. Wo waren die Zahlen etwas? Dann ist das natürlich, dann ist der Effekt über mehrere Generationen. Ja, und ich auch. Ein ganz eindeutiger. Und die weiteren Berechnungen, nämlich über die relative Verschiebung der Bevölkerungsanteile zwischen denen, die bei uns leben und den muslimischen Einwanderern, sind unter einer ganz einfachen Annahme berechnet, nämlich dass der Netto-Reproduktionsrate der Einwanderer im Durchschnitt bei 1 liegt, also zwei Kinder pro Familie. Wer soll das hier noch verstehen? Die deutsche Bevölkerung durchschnittlich pro Generation um ein Drittel abnimmt. Das waren die Annahmen, diesen äußerst maßvollen. Lass uns mal die Zahlen wirklich ernst nehmen an der Stelle, Frau Künast. Und wir werden jetzt mal uns ein bisschen Kompetenz von außen reinholen. Nämlich Nayka Forutan ist Sozialwissenschaftlerin, ist Politologin, die sich wirklich mit Zahlen tagtäglich beschäftigt. Ich freue mich sehr, dass sie uns zugeschaltet ist aus Berlin. Schönen guten Abend, Frau Forutan. Ja, schönen guten Abend, Herr Beckmann. Freut mich sehr, heute Abend dabei sein zu dürfen. Sie haben uns zugehört. Erstmal vorweg die Frage, ist das Buch aus Ihrer Sicht, weil Sie sich so mit den Zahlen auch beschäftigen, tagtäglich ein notwendiger Debattenanstoß oder ist es kontraproduktiv, was Herr Sarrazin da zu Papier gebracht hat? Ich persönlich würde das Buch eher als kontraproduktiv bezeichnen, weil es für den sozialen Frieden sehr negativ ist.
Seit 10 Jahren haben wir hier die Debatte Muslime in Deutschland, also jetzt bald im 10. Jahr nach dem 11. September. Mhm. Und wir können eigentlich feststellen, dass die ersten 5 Jahre von dieser schleichenden gesellschaftlichen Entfremdung geprägt waren. Und seit 2006 können wir einen anderen Trend aufweisen, der besonders von der Politik eingeleitet wurde. Ja. Jetzt ist dieses Buch von Herrn Sarrazin letztlich wieder so, dass es eigentlich dieses Wir-Gefühl, was wir in den letzten 5 Jahren gemeinsam aufgebaut haben, sehr stark ausbremst. Dass dieses Gefühl des Unbehagens, dieses Gefühl der Entfremdung, glauben Sie, dass das durch dieses Buch von Thilo Sarrazin tatsächlich noch ein bisschen Vorschub wiederbekommt? Ja, und ich muss auch dazu sagen, wir machen hier an unserer Forschungsstelle tagtäglich nichts anderes, als die Daten und Fakten zu analysieren. Ja. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Mikrozensus, wir beschäftigen uns mit Daten des Bundesamts für Statistik, mit Daten des Bundes